Schloss Draxelwald. The most important prison of the Anabaptists. On the border of this castle is the church and the pastor's house. And on Sunday, the bells rings from services. People read the Bible, hear the message, worship God. And here the Anabaptists were suffering. It's so crazy. It's you could understand how this could happen. And but God is good. He has come today to restore and to heal between us as the Anabaptists and the state church. And God is truly bringing in and ushering in a new day for his kingdom, for his glory, in Jesus. Hallelujah. When I met Gary and Lilo, when we met them yesterday, my heart, I just broke down. I never met them before. I only knew this was a divine meeting. Wir haben heute Abend eine doppelte Gnade erlebt. Tonight we really received the double grace. Die erste Gnade war, dass wir die Mütter und Väter von Kanada gesehen haben. The first grace came in form of that our eyes were able to behold the mothers and fathers of Canada. Und die andere Gnade, die wir heute Abend als Schweizer erlebt haben. And the other grace we've experienced as Swiss tonight. Das waren die Anabaptisten. And these were the Anabaptists tonight. Die Schweizer Kirche hat verbunden mit der Reformation die Wiedertäufer ausgestoßen. The Swiss Church, in connection with the Reformation, really persecuted the Anabaptists. Zwingli, unser Zürcher Reformator, hat den Anführer der Wiedertäufer in der Limmat ertränken lassen. Zwingli, our Zurich Reformer counterpart of Luther, in that sense, really persecuted the main head leaders of the Anabaptists, and he drowned him in the Limmat River in Zurich. Und damit haben wir auch das Geschenk der Reformation nicht in der ganzen Fülle empfangen können. And because of this, we were not and have not been able to receive the full gift of Reformation for our church. Und jetzt ist die Zeit. And now is the time. Wo Gott souverän diese beiden Stäbe wieder zusammenfügt. Where God sovereignly will pull together those two broken sticks into one again.
Judah und Israel. Judah and Israel. Die Anabaptisten, die Wiedertäufer und die Evangelischen von der Landeskirche. The Anabaptists and the Reformed members of the state church. Wir haben in euren Gesichtern auch die Geschichte gesehen von Schmerz. We've seen also in your face the story of pain. Aber gleichzeitig habe ich heute Abend gestaunt. But at the same time tonight I was really in awe. Wie schön diese Braut Jesu ist. How beautiful the bride of Jesus really looked. Und ich danke Jesus. And I do thank Jesus. Ihr seid im fremden Lande seid ihr groß geworden. In a foreign land you've grown up. Und wir erwarten den Tag. And we do expect the day and hope for it. Wo ihr in die Schweiz kommt. When you are coming to Switzerland. Und wo dieser Fluch rückgängig gemacht wird, gebrochen am Kreuz. And where this curse is going to be reversed at the cross. Es sind kleine Kerzen. Little candles. Und ich will das jetzt Barbara und Ben geben. And I want to give that symbolically to Barbara and Ben. Dass ihr das immer wieder entzündet. That you might be so nice and light that once again, once in a while. Als Zeichen der Hoffnung. As a sign of hope. Wir werden uns sehen in der Schweiz. We'll see each other in Switzerland. Und ihr werdet in euer ganzes Erbe eintreten. And I think you will enter in your full inheritance. Und die Decke über unserer Kirche wird weggezogen werden. And I think the oppression over our church will be removed. Yes. Mm. As the fathers covering our Anabaptist people, we extend to you forgiveness. We forgive you from the bottom of our hearts. We forgive you. God bless you. In behalf of our people, we ask you to take this forgiveness back to Switzerland and to Germany. There has been a release in heaven. Amen. There has been a release amongst our people. Amen. Our people are walking in darkness. There's a release has come tonight. This meeting is not about me or even about Gary and Lilo, but it's about what God is doing in the Anabaptist nation today. I felt yesterday it was like a divine beginning for a journey we will have in the future. I'm sure something has begun, and we will see you in Switzerland for sure. Yesterday evening, I came home, and when we sang together the song, God is the love, the two streams flow together, separated for a secular, separated, and now it was one river, one mighty river for the glory of God. Since Charlottetown, the Holy Spirit wrote his history. All what's happened, the Lord opens doors, closed other doors. The Lord makes divine connections. The Lord gave favor, and we were like dreaming. Since that time, the Lord works in a sovereignty we never experienced before. This conference now, it's a unique history of the Holy Spirit.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Wir wollen uns freuen und fröhlich in ihm sein. Halleluja! Ich hatte vor längerer Zeit einen Traum. Ich befand mich in einem großen Raum und da waren verschiedene Tischgemeinschaften. Und ich ging von Tisch zu Tisch. Und ich sah an einem der Tische, sah ich auch David Demian sitzen, der noch zu uns stoßen wird. Verschiedene Gruppen. Und für mich ist es klar geworden, das ist ein Bild dieser Konferenz. Wir sind hier zusammen in verschiedenen Tischgemeinschaften. Das ist einmal diese Tischgemeinschaften unserer amischen Geschwistern, die Freunde von Lancaster. Unter uns sind bereits schon evangelisch Taufgesinnte oder wie man sie auch nennt, Neutäufer. Baptisten sind eine Tischgemeinschaft. Vertreter der Staatskirchen werden unter uns sein. Freikirchler in verschiedensten Couleurs werden unter uns sein. Tischgemeinschaften an Tischgemeinschaften. Und alleine Gott kann das zusammenbringen unter dem Himmel seiner Gnade. Alleine Gott kann das umfassen mit diesen Armen, die bereits schon am Kreuz eine ganze Welt mit allem Schreien und Seufzen, aller Sehnsucht, allen Träumen umfasst hat. Ich möchte noch danken den Schweizer Mennoniten, die hierher gekommen sind. Darf ich euch bitten, dass ihr kurz auf die Bühne kommt. Wir danken euch von Herzen, dass ihr gekommen seid, dass ihr als Tischgemeinschaft unter uns seid, um mit Jesus, unserem Herrn, zusammen das Brot zu brechen. Wir segnen euch, dass diese Tage der Erfrischung sind für euch. Tage, wo Freundschaften und Beziehungen neu freigesetzt werden, wo Hoffnung wiederkehrt. Es heißt im Psalm, meine Seele kehre wieder zur Ruhestatt, denn der Herr will dir Gutes tun. Und ich möchte das auch über euch, den Täufern, sagen. Eure Seele soll wieder zurückkehren zur Ruhestatt, weil der Herr euch Gutes tun will. I greet you as a representative of the Anabaptist communities of the United States of Pennsylvania. Ich möchte euch Grüße bringen als Vertreterin der täuferischen Gemeinden von Pennsylvania. We have come to open wide our hearts to you and to give you ourselves. Wir sind gekommen, um unser Herz weit zu machen für euch, um uns selber euch zu schenken. It is time to let our hearts feel the loss we have experienced as a people group. Es ist Zeit, dass wir unser Herz diesen Verlust fühlen lassen, den wir erlebt haben als Gruppe. Grieving the loss of what could have been. In der Trauer über den Verlust dessen, was hätte sein können. Is an important part of reconciliation and healing. Diese Trauer ist ein wichtiger Bestandteil von Versöhnung und von Heilung. So we grieve. Und deshalb trauern wir. We grieve seeing the bonds that religious striving. Und wir trauern, weil wir sehen, welche Bindungen religiöses Bemühen erzeugt. Produced over generations of ancestry. Und erzeugt hat über Generationen hinweg. We grieve the loss of your love. Und wir betrauern den Verlust eurer Liebe. And the years of separation from you. In den Jahren der Trennung von euch. As you are spiritual fathers and brothers in the Lord. Ihr, die ihr geistliche Väter und Geschwister im Herrn seid. Hear our hearts. Hört unser Herz. And reach out in holy fear. Und geht auf uns zu in heiliger Furcht. We receive the comfort and love. Dann empfangen wir den Trost und die Liebe. From your hands. Aus euren Händen. As a gift of love from our heavenly Father. Als ein Liebesgeschenk unseres himmlischen Vaters.
Und ich bekenne auch als Nachfahre von Verantwortungsträgern in Kirche und Staat bis zurück zur Reformation diese schwere Schuld, dass wir euch verfolgt, dass wir eure Vorfahren verfolgt, getötet, ausgegrenzt, weggejagt und geschunden haben, bis aus Blut. Wir bitten auch, ich bitte Gott um Vergebung, Jesus Christus. Ich bringe das zu dir, zu deinem Kreuz. I am deeply, deeply moved by your confessions. Euer Schuldbekenntnis hat mich zutiefst bewegt. And I will say here, in the presence of God and these brothers and sisters, und so sage ich hier vor Gott und vor diesen Geschwistern, that from the depth of my heart, dass aus der Tiefe meines Herzens heraus, I forgive you. Ich euch vergebe. The cleansing power of forgiveness is a true miracle of God. Und diese reinigende Kraft der Vergebung ist ein wahres Wunder Gottes. And we need those healing streams to flow over us. Und wir sind darauf angewiesen, dass dieser Strom der Heilung über uns fließt. We ask you to forgive us for the judgments and the accusations we have made over the years. Wir bitten euch um Vergebung für all die richtenden Urteile und die Anklagen, die wir über Jahre erhoben haben. Forgive us for dividing and misrepresenting the body of Christ. Vergebt uns, dass wir den Leib Christi gespalten haben und dass wir ihn der Welt gegenüber falsch dargestellt haben. Forgive us. Forgive us. Forgive us as we come to you. Vergibt uns, wenn wir so zu euch kommen. We say, we forgive from all our heart. And ihr seid gekommen, and you have come, um uns zu suchen, to search us. Ihr habt Widerstände überwunden, you have overcome all kinds of resistance, um bei uns zu sein, to be with us. Und eure Gegenwart ist ein großer Trost für uns. And your presence here is a great comfort to us. Weil wir spüren mit euch zusammen, because we feel together with you, wird eine Kraft aufwachsen, a strength and a power will be released, wo wir beide, where we both of us together, wieder in unser Erbe hineinkommen, will find again into our inheritance, und wodurch Vergebung von euch und von uns, where forgiveness from your part and from our ein part, Fluch wegkommt über unseren Bewegung, take away the curse that is over our movements, damit dieses ganze Erbe wieder aufwachsen kann, so that the full inheritance can blossom again. Halleluja. Now we will circle you. Vater, wir sagen, nichts mehr wird uns trennen. Father, we say, nothing will separate us anymore. Was du durch deinen Geist verbindest, what you bring together through your spirit, das ist im Himmel gebunden, is bound together in heaven. Und wir Menschen sollen es nicht mehr trennen auf and Erden. We human beings are not to separate it again on earth. Und Vater, du hast in diesen Tagen, and in these days, Father, die Täuferbewegung, you have taken the Anabaptist movement, und die Staatskirchen wieder zusammengebracht, and the state churches and brought them together again. Und das sind nicht nur Worte. And these are not just words. Dass wir Zweige sind am selben Ast. We are branches in the one main branch. Und wir wollen jetzt Früchte der Buße bringen. Wir gehören heute zusammen und wir wollen das bezeugen, indem wir stellvertretend für alle Täuferinnen und Täufer weltweit euch, dieser Amish-Kommunität, die Füße waschen, weil wir uns demütigen wollen, zuerst vor unserem Gott, indem wir uns beugen vor Jesus, aber dann uns auch demütigen wollen vor euch und sagen wollen, wir gehören zusammen. Wir lassen uns nicht mehr trennen. Wir sind ein Leib. Und da, wo es sein muss, legen wir unsere eigenen Interessen nieder. Und wir helfen euch, damit euer Erbe in die Kraft kommt. Im Namen Jesu. Könnt ihr, Schwestern und Brüder, sagen,
Amen. Pentecost, I was in a very famous cave of the Anabaptist. It was a refuge in the time of Reformation for the Anabaptist from the region of Zurich. And it touched me so. The water came from the high. Day and night, it's like a mantle of water. And I feel that will be one of the points where reconciliation has to happen in this cave. We are here inside the cave where our forefathers spent many days and nights. Da sind wir nun, jetzt in der Höhle, wo unsere Vorväter viele Tage und Nacht verbracht haben. It was because of their love, their radical love for our Lord Jesus Christ, that they were persecuted in places like this. Es ist wegen ihrer radikalen Liebe zu ihrem Herrn Jesus Christus, dass sie sich auch entschieden haben, sie sollen einen Platz wieder anziehen und zu wohnen. We're gathered to come back and identify with their suffering. Und jetzt sind wir wieder versammelt, um auch uns in dem Abendmahl sich mit ihnen zu identifizieren. I want to proclaim from this place, from this cave, where the songs of the martyr were coming to our land. Now is the time that the issue of these songs, the pain of these songs, will be fulfilled in Switzerland. I want to proclaim that now is a new beginning. Now is a new day, and all the pain and all the sufferings, they are burned away in the wounds of the Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you. And out of this height will come a new song. Ernte, harvest. And as a sign, we throw this high now in the water, in the name of Jesus. Hallelujah. Ooh. And we will now commemorate the Lord's broken body and his shed blood as we gather here in this place of tears and sorrow. Und so wollen wir jetzt nochmal an den Leib von Jesus denken und ihn feiern, an den gebrochenen Leib, in dem wir hier an dem Platz sind, von den Tränen und von der Mühsal. In der Nacht, als Jesus verraten worden ist, nahm er das Brot und sprach es. Und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der zerbrochen wird für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Splitting between the state church and the Anabaptists.
brought a curse about both movements. We must give back the whole inheritance to the Anabaptists, and in the same way they can release us from this curse. And I'm longing for the day when the mantle of grace and passion of the Lord will cover us both movements, the Anabaptist and the state church. There's a fire burning in our hearts, a fire burning not about us, about our forefathers. All my forefathers has made a full circle, and here we are back home in Switzerland. Concerning Zwingli, he was the mentor of our forefathers, Felix Manz and George Blaurock and Conrad Rebel, and even though he persecuted them later, it was still because of him that these men got their start. So in my heart, I have a great love for Zwingli. We're just absolutely awestruck to be here on the banks of the Limit River, where Felix Manz, our forerunner and father of the Anabaptist nation, has been drowned for his faith. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare healing and forgiveness in behalf of the Amish nation, the Anabaptist nation, towards our Reformed brothers who have separated ways back in 1525. We now pour this oil in redemption, in forgiveness, in love, into the river where Felix Manz was drowned for his faith. And together we proclaim healing here in Switzerland. We proclaim healing for the nations. Wherever the Anabaptists have gone, in every nation, we proclaim healing in the name of Jesus. Amen. And we thank you for this forgiveness. We are touched, and we do not have words for this. But we will say also before God that never again this should be happen, and never again you and the brothers and sisters should be separated in the body of Christ. And as a sign, we will put this rose in the water, and as a sign, as a prophetic sign, we will say that from these ashes will come the new life in Jesus, and will come the new life in our land, will come the new life to Europe, will come the new life in all the cities and continents of the whole world in the name of Jesus. Jesus, ich danke dir für die Geschwister, for these brothers and sisters who have forgiven us, to us, and as a citizen of the canton of Zurich, I am so thankful, Jesus, that we are as brothers and sisters together, and thank you for this day of forgiveness and of reconciliation in your name, Jesus Christ. Amen.
just before we did that prophetic act and started to make declarations there, a boat went by. It's one of the tour boats, but on it, it said Felix. It's very interesting that it was where Felix was drowned and the boat's going by. It was Felix and Regula who came to really bring the gospel. And for me, this was the prophetic sign. And as these brothers went to the river, you know, something in the heavenly were like released. As they put the oil in the river, it was a baptism for us to be free in the spirit from this bloodshed. And I felt the heaven was open in this moment. And as this rose then come in the water, I felt the release to really step in the move in the spirit from now on as Swiss people. Einem Ort, an dem seit mehr als 1000 Jahren gebetet, gefeiert und das Evangelium verkündet wird. We are here in a place where for more than 1000 years people have prayed and preached and worshiped God. Nach der Legende starben hier die ersten christlichen Märtyrer, Felix und Regula. According to legend, the first Christian martyrs died here, Felix and Regula. Hier hat Huldrych Zwingli gepredigt. And here Huldrych Zwingli preached und das Evangelium neu verkündet and preached the gospel anew. Und ich möchte heute besonders begrüßen die Gemeinschaften aus den USA, die Amish und die Mennoniten. And so I would especially like to welcome today the fellowships from the United States, the Amish and the Mennonites. Und heute seid ihr an den Ort eurer Väter und Mütter zurückgekehrt. And today you have returned to the place of your fathers and mothers. This truly is a defining moment. Das ist wirklich ein von Gott geschenkter Moment. To be gathered together with the Anabaptists and with the Reformed State Church. Dass hier Wiedertäufer, Täufer und die reformierte Landeskirche zusammenkommt. It seems to me that Ulrich Zwingli and Konrad Grebel have after all these years and after all these hurts and wounds have come together. Es scheint mir, als ob Huldrych Zwingli und Konrad Grebel nach all diesen Jahren und nach all diesen Verletzungen endlich zueinander gefunden haben. Glory to God. Ehre sei Gott dafür. In Hebrews chapter 12. Im Hebräerbrief Kapitel 12 sagt. In verse 18. You have not come to the mountain that can be touched and that is burning with fire. Ihr seid nicht gekommen zu einem Berg, den man mit Händen berühren kann und der mit Feuer brennt. You have come to the God, judge of all. Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter aller Menschen. And we have come to Jesus, the mediator of a new covenant and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Und wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und dem vergossenen Blut, das ein besseres Wort spricht als das Blut Abels. Abel's blood is still crying for vindication. Das Blut Abels schreit immer noch nach Rache, nach Rechtfertigung, nach Rechtsprechung. The blood of the martyrs that have gone before us, it is still crying and speaking today. Und das Blut der Märtyrer, die uns vorausgegangen sind, ruft auch heute noch. But we have come
to the blood of Jesus that speaks a better message. Aber wir sind gekommen zu dem Blut Jesu Christi, das eine bessere Botschaft bringt. That message is healing. Und diese Reconciliation, redemption. Diese Botschaft lautet Heilung, Versöhnung, Erlösung. In him. In ihm. We have the authority and the heart to forgive you and to bless you and to love you. Wir haben die Autorität und das Herz, euch zu vergeben, euch zu segnen und euch zu lieben. Thank you for receiving us today, and in Jesus' name I bless you. Amen. Danke, dass ihr uns heute aufgenommen habt. Ich segne euch im Namen Jesu. Amen. Uns verbindet unendlich mehr, als uns trennt. We are brought together and connected by many more things than separate us. Diese Erkenntnis hatten weder Staat noch Kirche zur Zeit der Reformation. But during the time of Reformation, neither the state nor the church had this insight. Reformierte Kirche und Staat verfolgten die Täuferbewegung. The Reformed Church and the state persecuted the Anabaptist movement. Das Unrecht, das den Täufern angetan wurde über Jahrhunderte, ist ein Verrat am Evangelium. And this injustice that has been done to the Anabaptists is a betrayal of the gospel. Und nur mit tiefem Erschrecken können wir das an dieser Stelle vor Gott bekennen. And only in deep sorrow and horror we can confess this before God. Lieber Bruder Benjiro. Dear Brother Benjiro. Ganz herzlichen Dank für Ihr Wort der Vergebung. Thank you very, very much for your word of forgiveness. Bewegt nehme ich es entgegen. I receive it and I'm deeply moved by it. Im Bewusstsein, dass wir alle aus der Vergebung leben, Tag für Tag. Knowing that we all live by God's forgiveness day by day. Christus, das Licht der Welt, gibt uns den Auftrag, gemeinsam Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Christ, the light of the world, commissions us together to be the salt and the light of the world. Darum gilt es, uns neu als Schwestern und Brüder in Christus zu erkennen. And therefore we need to recognize each other anew as sisters and brothers in Christ. Lasst uns in dieser Gemeinschaft auch über tausende von Kilometern verbunden miteinander unterwegs sein im Namen unseres gemeinsamen Herrn. Amen. Let us journey together, even though we are separated through thousands of kilometers. Let us journey together in the name of our common Lord Jesus. Amen. Für mich ist dieser Tag ein Tag der Erfüllung und der Freude. Also for me this day is a day of deep joy and fulfillment. Ich empfinde wie Simeon. I feel like Simeon. Herr, nun lässest du in Frieden fahren. Lord, now you let your servant go in peace.
Denn ich habe etwas von deinem Heil und dieser Versöhnung gesehen. Because I have seen something of your salvation and your reconciliation. Gestern waren wir mit 40 Pfarrern zusammen. Yesterday we were together with 40 pastors. Und diese Pfarrer haben ihre Knie gebeugt. Ministers who bent their knees. Viele Tränen sind geflossen. Many tears were shed. Auch für diese Kirche. Also for this church. Freunde, wir dürfen wieder träumen. Dear friends, it's time to dream again. Wir dürfen träumen. We are allowed to dream again. Weil das Reich Gottes ist ein Reich, wo wir träumen müssen. Because the kingdom of God is a kingdom where we need to have dreams. Und wo Gott mit uns zusammen noch einmal träumt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. And where God together with us will dream a new heaven and a new earth. Und heute wollen wir träumen. So today we want to dream. Und ich schließe mit einem Traum eines landeskirchlichen Pfarrers. And so let me come to a close with a dream of a state church pastor. Ich war im Großmünster in Zürich. I was in the Großmünster here in Zurich. Der Kirchenraum war voller Menschen. The hall, the auditorium was full with people. Sie saßen aber nicht in den Bänken. But they did not sit in the benches. Sie standen. They were standing. Und bewegten sich in diesem Raum. They were moving around in this hall. Und der ganze Raum war erfüllt von der Gegenwart Gottes. And the whole room was filled with the presence of God. Und ich sah Professor Eduard Schweitzer. And I saw Professor Eduard Schweitzer. Uns sehr bekannt. A very well-known professor. Wie er in einer schlichten Weise. How in a very simple way. Und in Freiheit. And in liberty. Erwachsene taufte. He was baptizing adults. Es waren noch andere, there were others, die in dieser Weise Menschen tauften. That did baptize people in this way. Der Traum ist für mich ein Zeichen, and this dream has become a sign to me, dass der Tag kommen wird, that the day would come, an dem unsere reformierte Kirche, where our reformed church, voll wird, will become full, von Menschen, die aus Wasser und Geist neu geboren, with people und that Gott anbeten werden, been born again by water and spirit and will worship God. Es ist für mich auch eine Verheißung, and this is also a promise to me, dass in dieser Kirche Lehrer und Leiter aufstehen, that in this church teachers and leaders will rise up, wirkliche Bekenner, real confessors. Heute träumen wir. Today we are dreaming. Und wenn Jesus schon gejubelt hat, and if Jesus did rejoice, dann lasst uns heute auch jubeln. Then let us also rejoice today. I think for me as a president of this church of Zurich, it is a very important sign, a sign of reconciliation. It is a bridge between the Amish people and our church, where we have the same origin here, and we came after years and years. We came together, and so it is for me very important. The Church of Großmünster, the Church of Zwingli, that's like a rock of the state church. When I saw this Anabaptist bishop standing on this infant rock of baptism, preaching the gospel, that was life out of the death. And the bells of this church ring over the whole city to proclaim a new day. It's the day where the free churches come home. Where also my mother and my father came home, yeah. My grandfather and my grandmother came home, yeah. Casting out, ashamed. Ich möchte heute noch einen Schritt weitergehen. Ich tue das persönlich für mich. Ich möchte heute vor euch Täufern bekennen, dass wir festgehalten haben, an diesem unabdingbaren Dogma, dass
Taufe, Kindertaufe, einmalig ist und dass Taufe nicht wiederholt werden kann. Und heute stehe ich vor euch und ich sage euch aus meiner Überzeugung, das war ein Irrtum. Wir haben gefehlt. We were wrong. And you are right. Please, Ben, come to the stage. Ich erinnere mich an das Buch Hiob. Dieses unsagbare Leiden eines Mannes, verursacht durch Freunde, Brüder. Und am Ende dieses Buches sagt Gott zu diesen drei Freunden: Mein Zorn ist auf euch. Und darum bitte ich dich jetzt, Ben, dass du für uns hier betest, aber im Besonderen für uns Landeskirchler und allem voran uns Pfarrern und Pfarrerinnen. Please, Ben, pray for us. Yes, Father. Ja, Vater. I come before your throne. Ich komme vor deinen Thron. Father, ich tue dir danke. For my Bruder Getty, what du in my Leben gebracht hast, und hast an Heilung geschafft, dein sei Leben, Vater, du hast an Heilung geschafft, es will ausspringen in alle Land. Getty, in behalf of the Amishik Me, in behalf of the Mennoniten, in behalf of the Anabaptist, do bin ich heute in Vergebnis zu dir und on die ganze Gemeinde do in Zurich und in Switzerland, die Gemeinde, wo unser Leid verfolgt kann, Vater, Getty, das ist ein neuer Tag. This is a new day. Und Getty, du bist mein Bruder. Ich receive dich als mein Bruder. Oh, ich will der Herr Vater jetzt danke, dass er uns zusammengebracht hat. Das war sein Werk. Unser himmlischer Vater hat uns eins gemacht und hat now Frieden geschafft in die Liebe Gottes, in die Offenbarung des Vaters, in unserem Herrn Jesus Christus, durch welchen sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Jesus, als du gestorben warst, da ist der Vorhang im Tempel zerrissen, von oben an bis unten aus. Jesus, lass jetzt diesen Vorhang über dieser amischen Gemeinde zerrissen sein. Und wir sagen, durch das Blut des Lammes, das fähig ist, alle Siegel zu brechen, soll dieser Vorhang zerrissen werden. Sollen die alten Tore aufgehen? Sollen Gräber sich öffnen? Sollen Gefängnisse aufgehen? Wir sagen, Geist Gottes, brüte über diesem kostbaren Volk der Amischen. Jesus, du Täufer im Geist, wir bitten, taufe dein Volk in den Geist hinein. Gieße, du Täufer im Geist, diesen Geist aus. Diesen Geist des Neuschaffenden. Diesen Geist des Reiches Gottes.
Und it's a new day, Ben und Barbara. Eure Schultern sollen frei sein von der Last des amischen Volkes. Frei von den Kleidungen. Frei von allen Gesetzlichkeiten. Eure Hände sollen frei sein von der Last der Verantwortung. Frei, dass ihr sie eurem Gott entgegenhalten könnt. Frei, eure Hände auszustrecken, dass lebendiges Wasser durch eure Hände fließt. Überall hin, wo ihr hinkommt. Und wir machen uns eins. Und wir sagen, Jesus trägt diese Last eures Volkes. Er ist der Befreier. Er ist der Durchbrecher. Er wird euch voran durchbrechen. Und ihr werdet hinter ihm hergehen. Und er wird dieses Volk zurücklieben. In seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Halleluja. Ben, it's a new day. Barbara, it's a new day. You can spring. Ben, spring. Yahoo! Hallelujah. Hallelujah. I want to tell to say to the Swiss brothers and sisters. Und ich möchte den Schweizer Brüdern und Schwestern sagen, that we have come home. Dass wir nach Hause gekommen sind. You have been waiting on your prodigal son. Und ihr habt auf euren verlorenen Sohn gewartet. And your son has come home. Und dieser euer Sohn ist nach Hause gekommen. My daddy was there waiting for me. Mein Papa hat auf mich gekommen. Yeah. Halleluja. Wenn Söhne nach Hause kommen, dann kriegen sie ein neues Kleid. Die Amischen hat man Häftler genannt in der Schweiz, weil sie keine Knöpfe hatten. Und Ben, Häftler, das hat etwas mit Haft zu tun. Und ich gebe dir jetzt meine Lieblingskleidung. Die kommt von Indien. Und die hat keine Häftchen, die hat Knöpfe. Ich weiß, dass ein Amish Bischof keine Knöpfe haben darf. Aber Ben, du kannst das verstecken in deinem Kasten. Und wenn alle im Bett sind, dann probierst du mal diese Jacke mit den Knöpfen. The Swiss leaders in Charlottetown. Do you know what was the date? Wisst ihr, was das Datum war, als die Amish sich mit den Leitern aus der Schweiz in Charlottetown getroffen haben? August 1st. Es war der 1. August.
It was the National Day of Switzerland. Der Nationalfeiertag der Schweiz. We met from August 1st to August 3rd. Und wir haben uns vom 1. bis 3. August getroffen. Do you know what is the timing of this conference? Wisst ihr, was der Zeitpunkt dieser Konferenz ist? May 1st to May 3rd. Der 1. bis 3. Mai. Do you know how long is in between? Wisst ihr, wie viel Zeit dazwischen liegt? 9 months to the date you are giving birth. 9 Monate. 9 Monate auf den Tag genau. The baby is born. Das Baby ist geboren. Wir loben dich, unser Gott, wir preisen dich, unser Herr, wir loben dich und beten dich an. Wir loben dich, unser Gott, wir preisen dich, unser Herr, wir loben dich und beten dich an. It's so deep that I don't know how to express it. Switzerland is like the key to unlocking the curse that is on the Amish people. Somehow God planned the trip, I feel. Mm-hmm. And he had people waiting there for us every time to just, so it was a very moving time. I was so moved by the state church's feelings toward the Anabaptists. There's so much stirring in the heavenlies that is reaching the hearts of men. I was just really, yet I was at home. To know the Lord is rejoicing just brings so much joy in my heart and our hearts. And to be here in Switzerland at this moment in time, I have nothing but deep reverence and awe of the mighty God to bring about such healing and reconciliation as we have experienced in the past few days. I think the Lord changed something. We, as Swiss, we will now carry the burden of the Amish. You, as Amish, will carry the burden of our nation and also of the state church, because you were in the Grossmünster. Jesus carried our burden, and in his heart is for his body, that each one carry the burden of a brother and a sister. And that is the law of Jesus Christ.